Hallo zusammen. Heute geht es um welches Herstellerrecht. Ihr dürft einmal raten. Es geht um Haider. Und zwar hat Haider neu jetzt auch zu den M10-Filterhalter die Kits rausgebracht, die man schon von den alten Filterhaltern kennt. Das ist auch wieder Enthusiast-Kit, also Einsteiger. Und da zeige ich euch jetzt schnell, was bei diesem Kit alles dabei ist. Und einerseits die neue Tasche mit dem Filterhalter, Reinigungstüchli und innen dran der Polfilter. Dann haben wir den ND30. Wir haben den Verlaufsfilter 09 oder 3 Blenden. Dann hat es Silika drin. Nochmal eins drin. Und müsste noch ein bisschen mehr drin haben. Aber auch das finden wir noch. Gut, dann haben wir hier noch die Erweiterungen vom Filterhalter, damit ich mehrere Filter verwenden kann, also Steckfilter. Und ich kann das Ganze kann ich rausnehmen, also sehr bequem. Ist in meinen Augen eine tolle Tasche, die sie da gemacht haben. Ein viel Silika haben sie drin, aber sonst ist es nicht schlecht. Ich kann die ganzen Filter rausnehmen, also es ist nicht so ein Gefummel, dass ich es irgendwie nicht auseinandernehmen kann. Und am Schluss kann ich es wieder bequem rein tun, zumachen, fertig. Auf der anderen Seite habe ich auch nochmal einen Reissverschluss. Und da haben sie jetzt die Adapter drin für die entsprechenden Objektivdurchmesser 77, 67, 72, 82. Also 67, 72, 77 und 82 sind dabei. Die anderen gibt es optional dazu. Kann man sauber verstauen da rein. Und von der das könnte vielleicht noch etwas sein, das die einen interessiert. Wie viele Filter bringt man da rein? Meines Zähl kommt es mir vor wie so ein Serviceboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Filter in etwa, würde ich schätzen, bringt man rein. Da vorne hat es Platz für den Filterhalter. Also ist wirklich gute Geschichte, die sie hier erfunden haben. Das wäre das Enthusiast-Kit. Der Filterhalter und der Polfilter sind auch schon dabei. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.